Hallo, willkommen im alten Diof hier in Bautzen. Ich bin Mandy Breuer und ich freue mich, heute unser Rezept, das königliche Galgenmal, vorzustellen. Dies ist ein Spieß aus Schweinefiletspitzen. Daraus werden daumendicke große Medaillons geschnitten und mit halbierten Champignons abwechselnd aufgesteckt. Für den Spieß nehmen wir das Schweinefilet von der Spitze, daumendick, gleichmäßig geschnitten. Die geputzten Champignons jetzt immer im Wechsel mit dem Fleisch aufstecken, sodass es gleichmäßig von allen Seiten braten kann. Dazu das Öl schön heiß, den Spieß reinlegen, damit er gleichmäßig garen kann. Wir hier in unserem Haus bereiten den auf einer Grillpfanne zu, auf einer Grillplatte zu. Diesen Spieß können Sie auch wunderbar bei einer Grillparty auf Ihrem Grill zubereiten. Zum Schluss würzen wir das mit unserer speziellen Mischung, die hauptsächlich aus Salz und Pfeffer besteht und ein paar Kräutern. Sie zu Hause können gerne benutzen Rosmarin, Thymian, auch Paprika, alles was Sie Chili, alles was Sie sehr gerne selber essen. Von der anderen Seite würzen und dann wäre das schon fertig. Als Beilagen empfehlen wir frisch gebratene Kartoffeln, Bratkartoffeln, Prinzessbohnen. Bei uns im Haus empfehlen wir dazu eine Reduktion aus roten Zwiebeln, Rotwein und Balsamico. Die geben wir dann darüber. Verfeinern das noch mit frischem Lauch. Dann kommt der Teller auf den Galgen. Dann hängen wir den Spieß in die dafür vorgesehene Vorrichtung und wünschen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.